Wurde der Ibiza-Detektiv Julian H. im U-Ausschuss erwartet? Der Erkenntnisgewinn nach der langen Befragung fällt wahrscheinlich nicht allzu hoch aus, oder? Ja, er hat sich, weil er hier ein laufendes Strafverfahren hat, sehr oft entschlagen. Dort, wo er konkret geworden ist, ist bei der Frage gewesen, dass ihm Geld angeboten wurde von Novomatic, Zanoni über Mittelsmänner, die SPÖ oder die NEOS hier fälschlicherweise zu bezichtigen, dass sie das Video in Auftrag gegeben haben oder hätten, was beide nicht haben, das sagt er ja auch. Aber der Erkenntnisgewinn insgesamt ist überschaubar gewesen. Er hat zum Beispiel vor dem deutschen Untersuchungsausschuss zu Wirecard wesentlich mehr gesagt als hier bei uns im Untersuchungsausschuss und wollte teilweise die Sachen, die er dort gesagt hat, nicht einmal bestätigen. Sind Sie ein bisschen enttäuscht, dass man dann doch so wenig mitgenommen hat aus dem Ganzen? Hat man sich da mehr erhofft auch? Man nimmt ja immer mehr mit, als man glaubt. Das, was ich mitnehme, ist, dass offenbar Strache und Goldenos so einen gewissen Menschenkenntnis-Test nicht bestanden haben, weil wie man sich mit ihm und mit dann dieser vermeintlichen Oligarchennichte 7 Stunden lang über die Wasserprivatisierung und über den Kauf der Kronenzeitung unterhalten kann, ist mir und wird mir immer ein Rätsel bleiben. Julian H. hat heute auch erwähnt, dass da seitens der Ermittler mit ihm sehr hart umgegangen wurde, dass es sehr unfair war. Er hat ja eigentlich, könnte man sagen, das System richtig angeprangert. Ist dem Glauben zu schenken? Naja, das ist das, was wir auch sehen. Da hat ja auch das Oberlandesgericht hier Recht gegeben. Es wurde ja zum Beispiel international gefahndet nach dem Lockvogel, nach der vermeintlichen Oligarchennichte, wo das Oberlandesgericht gesagt hat, wegen was wollt ihr fahnden gegen diese Frau, weil ja de facto nichts vorliegt, außer vielleicht irgendeine Verwaltungsübertretung. Aber dass hier die Sokotep ganz, ganz viel investiert hat, das Video zu bekommen und den Ibiza-Detektiv auszuforschen, das wissen wir. Und ganz, ganz wenig Zeit damit verbracht hat, zu schauen, ob wirklich Korruption in Österreich stattgefunden hat, sondern eigentlich nur geschaut hat, wer hat dieses Video hergestellt und nicht, ist wirklich Korruption passiert. Das wissen wir aus dem Untersuchungsausschuss. Die Motivlage dahinter können wir nur erraten, aber wir wissen, dass hier die ÖVP jedenfalls die Fäden gezogen hat und dass die ÖVP nicht untersucht haben will, ob die ÖVP-Minister korrupt waren oder nicht, überrascht jetzt auch nicht besonders. Jetzt am Nachmittag die nächste Auskunftsperson, Thomas Steiner. Was darf man sich von ihm erwarten? Na, der Herr Steiner gehört ja auch zur Familie, also zur Kurzfamilie, zur türkisen Familie, und er wurde in die ÖMB ins Direktorium berufen und hat dort eine Rolle gehabt, dabei diese Finanzmarktaufsicht so umzubauen, wie die Spender der ÖVP das wollen, wie die Großbanken das wollten, nämlich weg von einer schlagkräftigen, funktionierenden Aufsicht hin zu einer politisch gesteuerten Aufsicht. Was das bedeutet, haben wir schon einmal erlebt. Die gesamten Probleme, die wir da mit der Hypo hatten, waren ja bis 2007, bis sie dann an die Bayern verkauft worden sind, war das ja noch diese alte Schwarz-Blau-1-Aufsicht, die hier politisch agiert hat und einfach die Augen zugemacht hat bei dem, was Kärnten, was die FPÖ, was Haider mit der Hypo-Bank gemacht hat. Und erst als es zu spät war, nämlich schon alle Anleihen gezeichnet und quasi die Kugel aus dem Lauf war, kam damals die Aufsichtsreform, die dann jetzt dann die Bank auch retten musste, abwickeln musste. Die Rechnung haben wir alle bezahlt. Und da sieht man einfach, wie wichtig das ist, dass man eine funktionierende Finanzmarktaufsicht hat. Und der Herr Steiner hat hier von der ÖVP-Seite eine führende Rolle gespielt, diese wieder zu politisieren und zu einer politischen Behörde zu machen.